Gut. Ich glaube, jetzt sind wir auch fast wieder am Anfang. Ach, guck mal, da ist Rextro. Mal sehen, ob wir diesmal seine Spielmünze finden. Da können wir immer noch nichts machen. Ach doch, da können wir was machen. Das sind drei Stampfplatten. Ach so, halt, ja klar. Ich muss es erst zum Laufen bringen. Hinter Capital B, ja. Das war nicht... Ja, gut. Okay, probieren wir das nochmal. Okay. Du bist hinter der Banane. Banane. Na also. Und hinter der Banane. Okay, perfekt. Oh, Spielmünze. Ach, vielleicht deswegen die Spielmünze hier. Und vielleicht deswegen so, dass wir die jetzt schon erreichen können. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Würde ich sagen, machen wir die Spielmünze nochmal. Oder Rextro Spiel. Freunde, Rextro freue ich zu sehen. Und wir freuen uns, dass du dich an uns erinnern kannst, Rextro. Oh ja, Rextro hat sich in moderner Spielakademie eingeschrieben. Rextro lernt über moderne Trends. Hast du schon gelernt, wie man nervige Charaktere Dialoge überspringt? Das ist Wahlfach. Typisch. Werf mir mal deinen Spielautomaten an, Rextro. Super krass, Rextro sieht, dass Freunde Spielmünze haben. Bitte geh zu Spielautomaten und drücke A. Wenn du das Spiel schaffst, gibt Rextro Spezialgewinn. Ja, wissen wir. Okay, holen wir uns hier nochmal zwei Pages. Ja, wollen wir. Hurdle Hijinks, wenn ich es richtig gesehen habe, oder was war das? Okay, was müssen wir tun? Oh Gott, das ist ein Rennen. Nur Rennstrecke voller Hürden trennt dich vom Ziel. Nicht stolpern und blamieren wie Rextro. Sammel Federn, springe und weiche aus, schnapp dir Power-Ups. Hol den Highscore. Bahn wechseln, A-Spring, Ballrolle, RT, LT, bremsen. Okay. Schauen wir mal. Mhm. Ach ja, wir haben einen kurzen Schub dann durch die Ballrolle. Ich verstehe. Also wir müssen gar nicht nach vorne... Ah, müssen wir gedrückt halten, oder wie? Oh Gott. Ich bin über ihn drüber geglitten. Was war das denn komisches? Man wechselt verdammt schnell die Spur, muss man sagen. Oh, goldene Feder. Na also. Das war knapp. Oh Gott. Man wechselt so unglaublich schnell die Spur. Das ist das Problem. Die Ballrolle verstehe ich noch nicht ganz, weil unbedingt schneller will ich ja gar nicht sein. Es geht ja nicht um Zeit. Okay. Das ist fies. Ja, die Unverwundbarkeit hat mich da gerade vor Schaden beschützt. Oh, meine Güte. Oh Gott. Okay. Alles gut, alles gut. Da ist wieder Unverwundbarkeit. Oh Gott. Nein. Oh, toll. Habe ich dadurch Punkte verloren. Ach, wie gemein. Das war aber auch blöd, dass ich da hängen geblieben bin. Das war komplett meine Schuld. Nein. Okay, am Ende lief es jetzt... Hilfe. Ja, toll, danke. Lass mich genau dort raus. Ach nö, bin ich jetzt schon wieder? Vielleicht deswegen. Wird das echt schneller? Ah, ich muss dann A drücken, um wieder reinzukommen. Okay, ich verstehe. Wie lange geht denn das? Echt, ich bin schon wieder raus. Ah, jetzt bin ich sogar tot. Hat das gereicht, oder? Wow. Oh, nee. Das hat leider nicht gereicht. Freunde, keine Leben mehr, aber kein Zurücksetzen nötig. Neuer Versuch kostenfrei. Ja, das ist nett. Das ist fies. Vor allem, ich hatte das Gefühl, dass es am Ende dann etwas schneller wurde, dass ich dann ab und zu vielleicht die Rolle einsetzen muss. Schauen wir mal. Das ist ein ganz cooles Spiel. Es ist interessant gemacht. Ja, man kann so einen gewissen Vorwärtsschub machen, aber ja, es bringt auch nicht so viel. Weil die Kamera holt dann schnell wieder ein. Okay, ich bin auch gespannt, was hier der Highscore ist. Wir dürfen theoretisch bloß keine großen Fehler machen. Das ist halt alles.
Ich bin mir auch nicht sicher, weswegen er manchmal... Ach so, Energie kostet das. Ja klar, logisch. Okay, jetzt verstehe ich. Wie füllen wir die Energie wieder auf? Ach, jetzt ist sie wieder voll. Okay. Verstanden. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass die Kamera dann irgendwann aufholt. Aber jetzt sind wir schon ziemlich weit unten am Rand. Ich muss halt diese ganzen Manöver machen. Da habe ich gar nicht viel Zeit, um da irgendwie nach vorne zu rollen. Oh Gott, okay. Darüber, hierüber, das dort. Das Ganze müssen wir dann gleich ja nochmal machen für die Dings. Für den Highscore. Das ist das Fiese dran. Wir können es jetzt schon mal probieren, perfekt zu machen. Dann haben wir später keine großen Probleme. Okay, da so rüber. Schaffen wir den? Ja, den schaffen wir auch. Weiter Sprung geht da. Zwei kleine. Ja, das ist halt ein Problem. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr, mal die Rolle zu benutzen. Jetzt mal. Weil halt so viel los ist. Da ist schon wieder hängen geblieben. Aber gut, dass wir die Rolle benutzt haben. Ansonsten wäre das echt schief gegangen. Nein, 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 nein. Okay, gerade noch so. Wir sind gerade noch unten im Spiel. Oh nein. Ach, verdammt. So viel zum perfekten Run. Schade, ärgerlich, dass es jetzt so lief. Wann hört denn das Ding auf? Oh Gott. Es geht immer weiter. Okay, man kann auch im Flug wechseln. Das ist interessant. Und auch sehr wichtig gerade eben. Wofür habe ich die Unverwundbarkeit? Brauchst du nicht unbedingt. Oh Gott, da muss ich rüber. Oh Gott, wie lange das geht. Na gut, wir haben noch ein paar Leben. Aber es ist echt krass. Okay, hier rüber. Es geht einfach immer noch weiter, ne? Und schon wieder einen verloren. Meine Güte. Wie gesagt, man darf auch nicht kurz anecken, ansonsten ist man so gut wie tot. Also ich kann dort da nicht rüber wechseln, das ist interessant. Wahrscheinlich bloß durch einen Sprung. Okay, was sind das für Felder? Ach nee, verdammt, verhauen. Puh, 21,6. Das war richtig gemein. Ich hoffe, ich brauche nicht noch mehr als das. Vielleicht 20.000? Gut gemacht, Freunde. Das war ein toller Sieg. Bevor ich Belohnung gebe, Kuss vor moderne Spiele, sagt Rextro, soll anbieten, extra Leistung auf Live-Feed mit Video-Replay zu spammen. Nein, danke. Ich bin Yukaks einziger Freund und ich sehe es live von seinem Kopf aus. Versuch Spiel nun gern nochmal. Wenn Freunde Highscore schlagen, gibt Rextro noch einen Preis. Okay. Ja gut, was ist der Highscore? Weil es wäre echt fies, wenn ich den schon geknackt hätte, aber wahrscheinlich schon, oder? 24.000, wie viel hatte ich? Hatte ich 21,6? Aber es war ja nicht ich. Hatte ich 26.000? Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Punkte ich hatte. Aber 24 ist verdammt viel. Wie viel hatte ich denn? Gott, keine Ahnung. Schon wieder vergessen. Hatte ich 24,6? Kann sein, oder? Vor allem, wieso wollte ich denn irgendwann mal bremsen? Das ist halt so, das ist doch der Selbstmordbremsen. Nein. Ach. Oh, wieso bin ich denn da jetzt rüber? Und wie gesagt, am Ende hat man halt keine Zeit mehr, irgendwo so hinzuwechseln. Quatsch, zu rollen. Wüsste ich nicht, wann ich das machen soll, mal kurz. Weil dann bleibt man halt eh irgendwo hängen. Weil der die ganze Zeit hin und her wechseln muss. Ich glaube, das kostet aber später richtig viele Punkte, später zu mal drauf zu gehen. Das ist das Gemeine dran. Dass es immer teurer wird, drauf zu gehen, je später man das macht. Na gut, schauen wir mal. Bisher waren die ja nie wirklich... Man musste schon relativ gut sein, aber nie ja perfekt. Schauen wir mal, wie wir es diesmal hinbekommen. Hier kann ich jetzt zum Beispiel ganz kurz rollen. Achso, ich kann gerade gar nicht rollen, wenn ich unverwundbar bin. Ja, toll. Dann bringt das natürlich viel, das Rollen zu haben. Okay, oh Gott. Ah, das war nicht gut. Ich meine, ich kann während dem Rollen auch die Gänge wechseln, aber wie gesagt, das ist halt verdammt schwierig.
Okay, nein! Die Dings nicht bekommen, die Silberfeder. Das hat die Kamera schon wieder so aufgeholt. So, dort hinten sind noch einige. Sehr gut. Hatte ich sogar 30.000. Kann vielleicht sogar auch sein. Oh Gott. Da haben ein paar vergessen, aber die waren zum Glück keine besonderen. Na, weil jetzt hätte ich schon 24. Das ist es halt. Vielleicht hatte ich 30.000. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, muss ich sagen. Weswegen auch immer ich diese Unverwundbarkeit habe. Schützt sie mich vielleicht auch vor dem Tod, oder? Ja, toll. Aber jetzt gleich zweimal verhauen. Das ist halt gemein. Oh, es kostet so viel Punkte, wenn man drauf geht. Okay, das darf halt nicht passieren. Vielleicht schaffe ich die 24.6 trotzdem noch. Ne, es sind ja bloß 24.000, ne? Aber, wie gesagt, das kostet jetzt so viele Punkte. Wow. Ja, am Ende bekommen wir einige und wir haben schon fast das Ende, aber trotzdem... Das war jetzt natürlich übel. Es könnte reichen, je nachdem, wie wir uns anstellen. Okay, die letzte leider nicht geschafft. Es könnte reichen. Na also, puf. Dann hatten wir es, glaube ich, vorhin auch. Ja, ich weiß es nicht. Wir sind vorhin ab und zu getroffen worden. Ist aber, wie gesagt, trotzdem richtig gemein. Puf. Okay, wir haben dann Highscore geknackt. Freunde verdienen Profimedaille für diesen Erfolg, aber Rextro hat kein Budget mehr. Kein Thema, uns reicht der Pagey. Nein, wir möchten nicht nochmal spielen. Ist ein cooles Spiel, aber nicht nochmal. Schon wieder ein Tonikum. Okay. Das ist cool. Von dem Joystick aus? Ja, nee. Komm schon, das muss doch gehen. Yes! Was gibt's denn dort oben? Das interessiert mich jetzt. Ist bestimmt der Weg, wie man hier rein soll. Da so ein Ding hängt, habe ich das Gefühl, dass es vielleicht... Nee, die sind ja aber irgendwie kaputt. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was müssen wir denn hier jetzt genau machen? Da hängt irgendwie so ein Dr. Quack halb schräg. Aber was genau der Sinn von diesem Raum ist, verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich meine, ist ganz witzig hier oben, aber wie gesagt, was gibt's hier? Gar nichts? Merkwürdig, dieser Raum. Wie gesagt, wieso existiert er? Können wir hier irgendwas Tolles machen? Aber wir können ja so nicht einfach schießen. Wirklich bloß für diesen Automaten, falls wir den irgendwie aktivieren müssen später? Wieso sind wir hier hochgegangen? Keine Ahnung, nicht mal irgendwie ein anderes tolles Secret oder sowas. Okay, und damit scheinen wir wieder beim Eingang zu sein. Damit haben wir mal die erste Runde hier durchgemacht. Meine Güte. Was haben wir denn jetzt? Energiebündel? Deine Energieleiste füllt sich schneller. Ich glaube, das haben wir, ja. Das ist interessant. Energieleiste füllt sich schneller. Im Vergleich zum Kugler, der das Rollen verringert. Da wäre fast schon das sinnvoll. Weil Rollen können wir jetzt ja mittlerweile eine Weile. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache das hier. Weil, wie gesagt, wenn sich die Energieleiste dann wieder schneller füllt, dann wäre das natürlich auch eine coole Sache, weil, ja, dann wären wir halt schneller wieder aktiv. Dr. Pass, können wir dich mal kurz... Nee, können wir nicht. Verdammt. Nein, ich will nicht mit dir reden. Lasst mich gehen! Ja, ist gut. Oh Gott. Wieso müssen wir das ganze Gespräch nochmal machen? Okay. Brauchen wir dafür auch schon dieses... Vielleicht brauchen wir die Verwandlung, um höher springen zu können. Weil das sieht mir gerade alles nicht so danach aus, als sollten wir hier hoch. Ja gut, das ist eh Schluss. Auf den Würfel können wir uns nicht draufschummeln. Ich wüsste zumindest gerade nicht wie. Da kommen wir eher sogar noch weiter nach unten.
Über diese Kante geht's auch nicht, oder? Nee, okay. Ist wohl scheinbar irgendwas, mit dem wir sehr hoch springen können. Können wir das schon aktivieren? Da, das können wir auch aktivieren. Dann machen wir das doch noch kurz. Also es gibt so ein paar, die man aktivieren kann, aber... Ich vergesse es immer wieder. Aber das eine dort oben ging irgendwie bloß mit zwei Leuten. Ja, also... Ach Gott, jetzt geht es andersrum. Apfel. Ja, okay, es war der Apfel. Ich dachte gerade, es wären die Kirschen, aber es ist der Apfel. Okay, und jetzt andersrum. Jetzt hier wieder die Banane. Banane. Na, also. Oh. Interessant. Machen wir jetzt aber nicht mehr. Jetzt gehen wir nochmal kurz dort rein. Ich hoffe, das ist jetzt kein mega weiter Weg, den wir hier gehen. Und holen uns hier vielleicht noch was. Laserrisiko. Das klingt nicht gut. Machen wir erstmal die Kisten hier kaputt. Na, ey, nur für Mitarbeiter. Liest denn niemand das Schild? Sorry, wir sind einfach den Federn nachgegangen. Wenn ihr schon mal hier unten seid, könnt ihr mir auch einen Gefallen tun. Ihr seid nicht die einzigen Eindringlinge heute. Schafft mir diese Kartenkreaturen im Generatorraum vom Hals. Da gibt's eine Belohnung. Wir arbeiten grundsätzlich nur gegen Pages. Ich habe keinen Pages. Aber ihr könnt ein paar Casino-Gewinnmarken haben, wenn ihr die Kreaturen platt macht. Wie sieht's aus? Hört sich gut an. Wir helfen, aber besonders sicher sieht es da drin nicht aus. Oh ja, ich hätte den Riesenlaser erwähnen sollen. Auf den müsst ihr aufpassen. Ich mache euch mal die Tür auf. Okay. Ja, das hört sich nicht unbedingt gut an. Au. Boom. Also müssen wir die jetzt einfach alle so erledigen. Ach, wir können sie auch mit dem Laser bestimmt erledigen. Das geht auch so ganz gut. Die ploppen ja nach. Gehört sich das so, dass sie so nachploppen? Gehört sich das so, dass wir hier so eingesperrt sind? Ich meine, das können wir halt irgendwann vergessen, ne? Das geht halt schon. Und wie gesagt, irgendwann halt nicht mehr. Ach, guck mal, die Energie fühlt sich jetzt ja richtig schnell. Gerade noch rechtzeitig. Der Boss wollte schon einen riesen Toilettenpapierhalter aus mir machen. Hört sich nach schmutziger Arbeit an. Okay, ihr habt eure Gewinnmarken. Kümmert euch jetzt um die Probleme anderer Leute. Sehr schön. Wunderbar, schon 90 Stück. Das heißt schon 9 Pages theoretisch. Euch habe ich gesehen. Ihr fiesen, fiesen... Oh, dafür brauchen wir die Kisten. Okay, ich muss da drauf rollen. Und der Kugler verbraucht jetzt halt richtig viel Punkte. Aber die, wie gesagt, die bekommen wir jetzt ja auch wieder schneller. Okay, 9 Pages plus 4 Stück. Gibt ja schon mal 13 Pages. Gar nicht schlecht, würde ich sagen. Sieht doch noch gar nicht schlecht aus. Aber wir haben noch jede Menge zu erkunden. Ich beende aber vorerst mal. Das wird, wird noch eine anstrengende Welt. Aber bisher sehr, sehr cool. So diese kleinen Spielchen und sowas. Gefällt mir bisher sehr gut. Ich mag die Welt. Ich mag das Theme der Welt. Ich mag die Stimmung der Welt. Ist sehr happy. Sehr, sehr, sehr witzig. Ist halt so, ey, ja, du musst halt ein paar Minispiele machen. Das ist so dieses Theme der Musik. Halt gerade so ein bisschen Casino-mäßig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Freue ich mich definitiv, da den Rest noch zu finden. Und ja, schauen wir mal, was wir dann eventuell noch brauchen. Wie gesagt, dort oben bei dem einen Automaten können wir scheinbar noch nicht alles machen, weil wir uns da vielleicht noch aufteilen müssen. Ich bin ja echt noch gespannt, was es noch für Fähigkeiten gibt, weil fliegen müssen wir irgendwie noch können. Scheinbar uns aufteilen. Also es gibt irgendwie noch die ein oder andere Sache, die wir machen müssen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, es gibt ja noch eine Fähigkeit, die wir dann gratis bekommen bis zum nächsten Level. Und ich denke mal, das ist das Fliegen, was ich da schon gesehen habe. Und dann noch irgendeine Fähigkeit im letzten Level. Das ist ja das. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Und ja, damit belasse ich es für heute aber auch. War anstrengend hier. Definitiv vor allem der Boss war halt sehr anstrengend. Der hat auch eine ganze Weile gekostet. Aber den haben wir zum Glück dann endlich platt machen können. Und haben jetzt mal so den äußeren Rand der Karte erkundet. Jetzt fehlt eigentlich so das Innen drin noch. Und der zweite Stock größtenteils. Es gibt halt noch viele Plätze, wo wir gerade noch gar nicht hinkommen.
Also es könnte natürlich auch an dem Fliegen liegen. Das ist halt so jetzt sehr schwierig zu sagen, welche Fähigkeit bekommen wir noch und wie viel wird sie hier noch machen. Bin ich mal gespannt und ja, wie gesagt, das sehen wir dann das nächste Mal, wenn es weitergeht mit Yooka-Laylee. Also, bis dann. Ciao.